Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in Filzkönigreich mit Sandy. Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich nach einem Briefempfänger suchen werde, kurz bevor ich den Part beendet habe. Genau, ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession, deswegen ist es für mich erst ein paar Minuten mehr. Für euch wird es 2 Tage oder länger dauern. Ich habe einen Brief, Einen Moment bitte. Das Kuvert. Ja, der Postbote ist. Oh, danke. Cool, der ist von meinem Kollegen. Das muss die Antwort auf meinen letzten Brief sein. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Ich freue mich schon darauf, mit allen Freunden zu fischen. Jetzt gäbe es keinen Morgen mehr. Einen Brief habe ich schon fertig geschrieben. Ja, kannst du das für mich erledigen? Er geht an Mr. E, der in der Wüste lebt. Vermutlich hängt er vor dem Tortoise herum. Er trägt einen blauen Turban. Sind sicher gleich erkennen. Vielen Dank für alles. Verdammt, es wird, ich werde wahrscheinlich doch wieder einen Nebenquest-Part daraus machen, da wahrscheinlich jetzt jeder von denen mir einen Brief mitgeben wird. Ich habe übrigens mal versucht, ein, zwei von den Räumen auf Stammspieler abzusuchen, das dauert ewig. Ewig. Deswegen werde ich vermutlich mal in einem kleinen Walkthrough gucken, wo ungefähr sich die Teile befinden, weil sonst wird das stressig. Sehr stressig. Ja, habe ich keinen Bock drauf, bin ich mal ganz ehrlich. Man merkt, nee. Tothaus, wo ist das Tothaus? Tothaus. Ich vergaß, dass ich hier auf der anderen Seite, trotzdem ist hier zwischen Wüste. Hier, Mr. E, ich liebe diese Stadt. Ich. Ja, egal, hier hat das Leben hinter nichts mehr. Es ist mir ein schöner Zuhause. Ich wurde hier geboren und ich werde hier auch bleiben. Wir sind doch Mr. E, oder? Nein, ich bin Mr. X. Ich bin Park. Ich bin Park, Harry. Ich bin der Postbote. Sei ich vergessen, den Mundschutz abzunehmen, als ich anfing, Park, Harry zu sprechen. Ach, ich bin zu inkonsequent in letzter Zeit. Und wiederholen wir pünktlich durchgehen. Die Arbeit des Postboten ist nie zu Ende. Vielen Dank. Oh, sieht aus wie eine Bestellung aus Guggenheim. Mein Job ist es, Lieferungen von Stoff und Vorposten auszumachen. Ihr Kerl ist ein sehr guter Kunde, er bestellt sehr viele Waffen. Hey, würdet ihr mir wohl den Gefallen tun, um das nächste Mal, wenn ihr im Tortoise seid, einen Brief zu stellen? Er geht an Miss T. Sie wohnt dort. Ist eine von 3 erstaunlich hübschen Schwestern. Üblicherweise findest du sie vor dem Dojo, wo sie mit ihren Schwestern wohnt. Vielen Dank. Was habe ich gesagt? Ganz genau das. Ich bin der Postbote. Wenn der Post Mario dreimal klingelt, dann ist Party angesagt. Gott, nein, verdammt, es geht in meinem Kopf vor. Gut, wie gesagt, ich werde jetzt weiterhin ein bisschen den Postboten spielen, weil Parakeri nun mal bei mir irgendwie unterpräsentiert ist. Dachte ich, passt das doch auch ganz gut. Das Dojo ist hier vorne und dann nach links. Leider, leider bringt uns diese Stammkarte ja so überhaupt nichts, so wie ich es bis jetzt festgestellt habe. Oder ich habe es noch nicht festgespielt. Oder ich habe da irgendwas übersehen. Hier sind irgendwo 3 weibliche Toads sein, die plaudern. Ah, hier. Kannst du es glauben, dass das Monster im Hafen tatsächlich als wahr herausgestellt hat? Ich wette, dieses Ding hätte große Probleme verursacht, wenn ihm Mario nicht geholfen hätte. Ich bin Mario. Mario ist so super. Er bemerkt Dinge, die andere Leute einfach übersehen. Ah, es war seine Wahl. Ich möchte auch mal auf einem Wal reiten. Und dann wird das die Schwester sein. Ah ja, sie ist noch Misty. Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City steht hier vor uns. Ich hätte es erkennen müssen, sie ist orange.
Mein Name ist Paragin. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment, bitte. Brief. Und wieder mal ein Brief. Pünktlich zum Ende. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Von wem ist der? Ich kenne ihn absolut nicht. Ach, ich bekomme ständig Liebesbriefe von Freunden. Ich bin so beliebt. Aha. Aber genug. Ich bin froh, dass Sie gerade jetzt gekommen sind, Herr Postbote. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Bringen Sie diesen Brief zum Ladenbesitzer von Schlottchen und Vorposten. Ich bestelle viele Waren aus der Wüste und gibt es viele gute Sachen. Kakteen zum Beispiel und Sand. Ich liebe Sand. Es ist nicht leicht, so schön zu werden. Das ist harte Arbeit. Würden Sie das bitte zustellen? Danke. Ich werde hier auch hin und her geschickt. Aber das ist schließlich der Job eines ordentlichen Postmagens. Und schade, dass es keinen Orden gibt, mit dem man schneller läuft. Das wäre äußerst praktisch. Oh, die Melodie bleibt so hängen im Kopf die ganze Zeit. Glücklicherweise habe ich die Kopfhörer nur um den Hals hängen und nicht direkt auf den Ohren, sonst würde ich wahrscheinlich, wenn man jetzt so mit dem Kopf gehen. Und ja, total lächerlich aussieht. Genau wie übertrieben winken, wenn man irgendwen sieht, den man kennt. Muss man machen, ist total lustig. Einfach sich hinstellen und winken. Einfach lächeln und winken. Wieso winke ich jetzt überhaupt? Ihr seht es doch eh nicht. Gut. Hier ist der Laden. Nämlich an der Laden. Da befindet sich auch im Laden. Binnenladen. Ah. Stille Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment, bitte. Ich habe den Brief in der Tasche, verdammt. Aber Paragin hat wenigstens die Tasche wieder zu mir. Und wieder mal ein Brief pünktlich in die Fack. Die Arbeit des Postbot wird nicht zu Ende. Oh, danke. Ah, eine Bestellung einer meiner Stammkunden. Wie schön. Sie ist eine meiner besten Kunden. Ständig bestellt sie irgendwelche Waren. Wenn sie über Gesundheit und Schönheit lebt, gibt es nichts, was Wüstenzitronen und Limetten übertreffen kann. Befindet sie in der Oase. Oh, wenn man daraus einen Satz sogar. Das hätte ich vergessen. Willst du mir einen Gefallen tun? Bitte bring diesen Brief einem Buffo namens Frankie. Frankie lebt in einer Villa am Rande des Nummerwaldes. Ja. War vielleicht etwas schwierig, sein zu finden. Danke. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch so weitergeht. Aber was soll's. Das gehört nun mal zum Spiel. Und wenn ich schon mal eine Nebenquest entdecke, dann gehe ich da auch mal dranbleiben. Weil oft geht's mir wirklich so, dass ich die versehe. Also so komplett. Dass ich schon ein bisschen so. Ich überlege gerade, bei welchem Spiel es ganz krass war. Button Kaitos. Bei Button Kaitos habe ich so ziemlich alle Nebenquests übersehen. Hier über der Müll. Ich fände es lustig, wenn ich mal eine Flasche nehmen würde und den nächsten Gegner überbraten würde. So, ich heile mich mal. In der Villa gibt es einen Geist namens Frankie. Bist du vielleicht Frankie? Lebe ist die Verkörperung von Graz und Schönheit und Möbel. Kein anderer rufen könnte als Herr dieser Villa in ihre Fußstapfen treten, wenn sie welche hinterlassen würde. Knaller! Ich die Lady betrachte, macht mein Herz. Brabu. Bist du Frankie? Du bist doch Frankie, stimmt. Ich bin Paracarry. Stell Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment, bitte. Frankie. Schon wieder One Piece. Ich weiß nicht, ehrlich. Ich werde heute ständig an One Piece erinnern. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Auf jeden Fall. Wie schön. Und dieses Setter. Das findet man nicht der nützliche Item des aller Welten. Nützen nicht für das aller Welten. Aber ein gutes Auge für ihn. Endlich hat er etwas auf Lager. Das schon so lange haben. Oh, es ist so cool. Was hättest du vergessen? Würdest du das für mich zustellen? Tut mir leid, dich damit belästigen zu müssen. Bitte bring diesen Brief an ein Kind in Toadtown. Der Name ist Dunnepty. Und daraus kann ich mir mal keinen reinmachen. Meistens spielt er mit seinen Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Er muss wohl Züge sehr gern haben. Ich mag Züge. Du lichten Dank. Ich mag Züge.
Jetzt weiß ich auch schon, wie ich das Kind sprechen werde. Ja, wie ideal sich das manchmal findet. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt schon beim vierten oder fünften Part der Aufnahmesession bin, da jetzt ein bisschen Dinge verbrannt und noch kein bisschen, nur so wirklich minimal der Hauptstory gefolgt bin. Ach ja. Ich muss gerade einen Niesel unterdrücken. Verzeihung. Das ging gerade nicht anders und ich bin froh, dass denn nichts passiert ist. Nee, Bahnhof unten, Hafen links. Guter Wegfinder sein. Ich hoffe, irgendwann kommen wir mal zu dem letzten Ring, weil es geht ja immer weiter. Immer so weiter. Du vielleicht. Wusstest du, dass es in der Wüste Wirbelstürme gibt? Sie verschlucken dich und spucken dich irgendwo anders wieder an. Zumindest habe ich das so gehört. Ja, die Wirbelstürme erscheinen immer im selben Gebiet. Mein Freund sagt, der Ort, wo du wieder auftauchst, hängt davon ab, wo genau sich der Sturm erwischt hat. Die Natur ist voller Geheimnisse. Ich würde ihn aus dem Weg gehen. Wer würde ich schon mit Absicht in einen Wirbelsturm springen? Ach schon, das hier vorne ist gar nicht die. Ich habe ihn falsch gesprochen. Ich bin Parik. Ich stelle dir Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit ist postponiert. Nie zu Ende. Vielen Dank. Ich möchte dir wohl. Wow, meine. Wow, ist eine Einladung in die Spukwelle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine bekommen würde. Alle Kinder in der Stadt reden von dieser Einladung. Jeder hat sich gefragt, ob sie wirklich kommen würde. Aber jetzt, wo sie da ist, muss ich wohl gehen. Miniti, bist du mutig genug, mit mir zu gehen? Weißt du, ich bin momentan sehr beschäftigt und... Oh ja, ich habe gerade eine tolle Idee. Fragen wir doch das Yoshi-Kind aus Yoshis Siedlung, ob es mitkommt. Du hast doch erst letzte Woche gefunden, meinen Brief weiter, nicht wahr? Du weißt schon, der Brief von der Insel. Schreiben wir ihm doch einen Brief über das gruselige Abenteuer, das wir haben werden. Hey, Herr Postbote, bringen Sie diesen Brief an das rote Yoshi-Kind in Yoshis Siedlung. Okay, den Brief können wir nicht zustellen, denn wir waren noch nicht in Yoshis. Und hier war ich auch noch nicht. Moment, ich werde mal kurz den Boden ab. Ich werde kurz den Boden verarschen. Weil ich glaube, hier ganz offen stand. Egal. Ich werde jetzt zum Wal gehen und dort dann den nächsten Part beginnen. Also werde ich jetzt die letzte halbe Minute einfach so dahin laufen. Und so tun, als hätte ich ein Thema, über das ich sprechen würde. Juhu! Naja, dann bin ich jetzt mit den Nebenquests, glaube ich, soweit erstmal relativ durch. Außer der von den alten Sack, was meinte der eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Verdammt. Ich werde irgendwann nochmal zu ihm gehen. Und vielleicht weiß ich es dann. Oder muss ich dafür auch auf die Insel? Ich bin reif für die Insel. Ah, ja. Ja, überall sind Standsplitter. Ich weiß. Das ist doch perfekt, hier ist ein Sprecherpunkt. Genau an dem werde ich den Part beenden. Also, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Part. Und ich wünsche euch auch viel Spaß mit unseren anderen Videos. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Euer Semmi.